Am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr gab es in Kassel auf der Fulda eine Demo, an der sich rund 200 Boote beteiligten. Mit Signalhörnern, Megafonen und Trillerpfeifen machten die Bootseigner lautstark ihrem Ärger Luft. Hintergrund ist die rund 100 Jahre alte Schleuse in Kassel, die 2016 ihren Betrieb wegen Baufälligkeit einstellen soll. Eine Restaurierung soll Millionen kosten, dafür ist angeblich kein Geld vorhanden. Unmut macht sich in den Vereinen an der Fulda breit, nachvollziehen könne man eine solche Entscheidung nicht. Eine Schließung bzw. Verfüllung der Schleuse soll um die 2,3 Millionen kosten, das heißt die Stilllegung. Eine Sanierung 6 Millionen. Die Schleuse ist jetzt zwar 100 Jahre alt, aber wir können eigentlich diesen Aufwand von 6 Millionen nicht ganz sehen und verstehen das auch nicht. Und das Verhältnis, die 2,3 zu 6 Millionen, ich denke mir, was hier dranhängt, dann wären die 6 Millionen wirklich gut angelegt. Wenn die Schleuse tatsächlich geschlossen wird, können keine Baggerschiffe mehr die Fulda befahren. Sie würde langsam versanden. Das Aus für den Regattasport. Ein Desaster auch für die Personenschifffahrt. Die Ausflugsdampfer könnten ihre Fahrten nicht mehr fortsetzen. Sie müssten ihren Betrieb einstellen. 10.000 Postkarten mit dem Aufdruck „Die Fulda ist unser Leben“ hat der Kasseler Nautikclub drucken lassen, um auf den Umstand aufmerksam zu machen. Die Karten müssen ausgefüllt und entweder per Post an den Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer geschickt oder im Nautikclub abgegeben werden. Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen doch noch ein Einsehen haben und auch nach 2016 solche Bilder auch künftig noch zu sehen sind.